herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Infinite Fusion. Wir haben wieder einen neuen wundervollen Squad dabei. Wir haben die Bishop, die Ferrosharp Fusion. Moleape ist natürlich am Start, ich denke, das war offensichtlich. Torfan, der Geile, ist auch dabei. Dieses absolut wilde Dusktomp ist am Start. Brenape ist mit dabei. Und dann haben wir noch Whimsitoys. Also ich glaube, wir haben heute drei Pflanzen-Pokémon dabei. Aber hey, das sind auch die heutigen Namen für den Part. Und dann würde ich sagen, hauen wir einfach mal von der Stadt ab und machen auf Route 31 weiter. Denn da gibt halt nicht wirklich... Lol, hier ist gar nicht diese Einbuchtung, wie sonst da immer ist. Ist halt so unser next step, what we want to do. Ich weiß gar nicht... in der Dark Cave könnten wir auch weitermachen. Aber wir wollen ja erstmal hier runtergehen. Und wir nehmen jetzt erstmal den Weg, würde ich sagen. Und dann müssen wir wahrscheinlich durch die Dark Cave nach oben. Ach du heilige Kacke. Das ist der etwas andere Red King. Müssen wir dann da nach oben gehen. Aber das kriegen wir, denke ich mal, schon hin. Ich denke, das ist ein Ding. Das schaffen wir. Da glaube ich an uns. Alter. Echt so eine Endeavor-Kacke. Muss das sein? Musst du... Gegenfrage, warum hast du ein Rayquaza, wie auch immer, gefangen? Was war das? Das könnten wir benutzen? Okay, das könnten wir einem Pokémon geben. Na gut, weird. Ah, und natürlich noch Dark Tedder. Eine Radfratz- und Darkrai-Fusion. Man kennt's nicht anders, ne? Man kennt's. So, hier chillt eigentlich im Normalfall Professor Eich und dieser andere Typ. Und ja, ich bin, genau, Mr. Pokémon. Und ich bin der neue Dings-Typ, der Champ. Und der hat anscheinend Arceus in letzter Zeit researched, da ein bisschen Stuff gemacht. Da liegt ein Pokéball, den nehmen wir natürlich. Mit einem Air Balloon, naja gut, das war jetzt nicht so der heiße Scheiß. Und wenn wir jemals irgendwie da Infos darüber haben, sollen wir uns bei dem melden. Perlenblumen, okay. Oh, Noctolix ist aber auch wieder ein sehr cooler Kandidat, muss ich sagen. Also ich glaube auch die Fusionen mit Noctur allgemein sind sehr gut. Wait a minute. Warum ist der jetzt Level 79? Waren die davor auch alle schon so hoch gelevelt? Hä? Okay, sie waren definitiv alle nicht so hoch gelevelt. Und was ist Clefswine denn schon wieder? Ich sehe schon, heute gehen wir eher wieder in so eine weirde Richtung. Und der labert einfach nur, ja, hier werden ganz viele Beeren gefangen. Ja, ich mag es zu fischen. Oh, meine Fishing Rods wurden geupdatet? Das bedeutet, wir haben jetzt... Also, die sind einfach besser geworden, oder wie? So verstehe ich es jetzt zumindest, dass ich jetzt einfach... Also, wahrscheinlich kriege ich jetzt einfacher Pokémon oder so. Und damit sind wir tatsächlich schon in Cherry Grove. Das ging tatsächlich ziemlich fix, würde ich mal sagen. Und da ist Eugen und ich habe gerade einfach mal die Flöte angesprochen. Und anscheinend, wenn ich ihm helfe, mehr legendäre Pokémon zu fangen, dann können wir anscheinend diese Flöte benutzen. Und ich vermute, wenn wir ihm diese Vögel zeigen, ich will jetzt eigentlich die nicht defusionieren, verwandelt er seine Dittos da rein. Ich nehme jetzt mal kurz Arctos auf jeden Fall mit. Und Zapdos müsste hier auch noch irgendwo chillen. Da. Die hätten wir jetzt quasi beide mal parat. Ich weiß nicht, ob mir das viel bringt. Dann müssten wir halt einmal fix defusionieren und dann wieder fusionieren. Aber können wir einmal schnell machen, denke ich. Weil ich würde gern wissen, ob wenn wir mit den drei was machen, irgendwas passiert. Ob wir dann dieses Triple-Ding haben. Ja. Da kann sich ein Ditto gerne rein verwandeln. Das ist mir wurscht. Dann hast du noch hier Zapdos. Dann hätte ich hier jetzt noch das Moltres für dich. Und das war's? Mehr kann ich nicht machen. Wow, ich dachte, hier passiert noch irgendwas dadurch. Aber darf ich dann jetzt diese Flöte mitnehmen? Aber vermutlich brauche... Ja, ich kann die Flöte vermutlich erst benutzen, sobald wir alle haben. Naja gut, dann war es das auch, denke ich, schon wieder auch mit Cherry Grove. Also, ist okay für mich. Und da geht es aber ziemlich weit nach oben, du. Aber was natürlich auch sein könnte, wäre, dass wenn ich da hochgehe, wo normalerweise... Score-Grund, Bidifas, ach du Scheiße.
Dass da, wo normalerweise Zaun ist, an dem man nicht rüberkommt, oder wie ich es nenne, so, Alter, es kommen so viele Monster. Dass man dann da irgendwie weiterkommt oder so. Hast du das ein Trainer? Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Schon wieder Noctolix, schon wieder so hoch gelevelt. Okay, also wir haben hier schon mal Zugriff auf ein Potion. Mehr aber nicht. Also ich glaube, wenn, bräuchten wir Kaskade und. Also ich weiß gerade gar nicht, ob wir Kaskade haben. Dann könnten wir da hoch, aber ich meine, das besitzen wir noch nicht, ne? Naja, ist die einzige VM, die uns fehlt. 1, 2, 3, 4, 5 fehlt uns, ja. Das ist Kaskade. Aber maybe kriegen wir das ja von Professor Lind gleich. Okay, und da ist einfach so ein Team Plasma-Typ. Wir sollen beide gamblen. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich drücke einfach nur noch Knöpfe. Und dann gucken wir, okay, es hat keiner gewonnen. Cool. I guess man kann damit irgendwie, also es ist ja Blackjack, glaube ich. Oh, und hier sind die. Es gab nämlich einen im Pokémon Center im anderen, der einen Kanimani als Starter hatte. Ich vermute, das sind die anderen beiden. Sehen wir hier jetzt gleich Gold? Und sie sagt aber, ihr Sohn ist in der Pokémon-Schule in Violet City. Habe ich Gold da übersehen? Anscheinend. Und aus irgendwelchen Gründen sieht das Labor hier ganz anders aus. Was ich aber cool finde. Ne, gefällt mir designtechnisch. Und damit, hallo, der werte Herr. Ah, und jetzt kriegen wir auch Kaskade, weil wenn wir Mewtwo treffen wollen, brauchen wir auch die TM-Kaskade. Good to know. Und wir können uns einer der drei Starter-Pokémon anscheinend nehmen. Ja, aber brauchen wir jetzt alles nicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist cool, dass man die auch bekommt hier. Und jetzt ist halt nur eine Frage, hätte ich noch, wenn ich da jetzt rüber surfe, komme ich dann wieder zu dem Silberberg? Eigentlich sollte ich ja da wieder hinkommen. Also wir können auf jeden Fall zu den Toyo-Fällen und da ist auch Kaskade. Das heißt, ich schaue mir das gleich genauer an, aber ich habe. Das Problem ist, ich habe festgestellt, ich habe auch kein Max Repel mehr. Das ist auch ein bisschen nervig. So, dann gucken wir mal, wo uns die Toyo-Fälle hinbringen. Und ob wir nicht einfach nur. Okay, hier ist schon mal ein anderer Ausgang und damit kommen wir auf Route 27. Weil. Ah, oh, wait, nein! Damit kommen wir einfach nur zur Siegesstraße wieder. So wie es sie auch im Normalfall im Spiel ist. Ah. Das ergibt sehr viel Sinn. Waren wir hier überall schon? Ja, hier war aus irgendwelchen Gründen so ein komisches Labor, wo man darüber gucken konnte. Okay, dann müssen wir aber hier auf jeden Fall nichts mehr machen. Das ist good to know. Ja, dann machen wir uns halt auf den Weg nach Ebenholz City, I guess. Weil das scheint unsere Mission zu sein. Beziehungsweise wir können halt noch Mewtwo fangen. Aber ich glaube, so diese Legis im Allgemeinen, schauen wir mal, ob wir die irgendwie nicht irgendwie mal gesammelt oder sowas machen. Ob das nicht so schlauer ist einfach. Ist das kein Trainer? Da ist ein Slaking. Das dürfen wir aufwecken. Das ist aber cool, dass nicht nur Snorlax da pennt. Ja, und jetzt? Jetzt kommen wir hier nicht. Ah, doch, da können wir surfen. Ah, das ist einfach nur so ein Static Slaking. Und hier ist Taunt. Kann ich hier hochkaskaden? Funktioniert das? Nee. Da ist auch irgendeine komische Zeichnung oben drauf. Dann, I guess, gehen wir wohl doch nicht nach Ebenholz. Dann bin ich jetzt leicht verwirrt, wo ich hin soll. Dann gehen wir jetzt mal mit dem zweiten Guess und schauen uns einmal die Dark Cave an. Haben wir nicht. Ich dachte, ich hätte. Ich habe keinen Blitz, ne? Habe ich überhaupt Blitz? Ja, wir hätten auf jeden Fall Flash als VM. Ja, bringe ich jetzt einfach wem bei. Mein Gott. Ist jetzt so. Ich will hier drin was sehen können. Ich weiß nicht, ob wir hier weiter müssen. Aber ich weiß, dass man über diesen Weg hier auch nach Ebenholz kommt. Und wenn man hier rüber. Was ist das denn hier? Auch nicht nach Ebenholz kommt, dann muss man doch irgendwo diese komische Gießkanne herbekommen, damit das Mogelbaumein durchlässt und man müsste dann nach Teak City kommen. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Okay, wir müssen jetzt drei Männer hier finden, die anscheinend irgendwo in dieser Höhle verteilt sind, die Dynamit für uns haben, damit wir uns den Weg da freisprengen können.
Ich habe aber noch nicht eine Person gesehen, um ehrlich zu sein. Ah doch, ah, oh. Wahrscheinlich sind die sind erst jetzt gespawnt, okay. Und die kämpfen gegen einen. Na, das spricht. Lol. Das ist einfach Cursola. Das spricht schon mal auf jeden Fall dafür. Aber warte, da könnte auch kein Geistmon sein, ne? Ja, ich bin dumm. Das spricht schon mal dafür, dass wir hier richtig sind. Das finde ich schon mal sehr. Was ist denn das für ein unfassbar geiler Haudegen? Und offensichtlich ist der noch Käfer. Ich weiß nicht, warum ich nicht Erstlösch gedrückt habe. Ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß auch gar nicht, warum die Mucki hier gerade so hardcore am Eskalieren ist. Das kann ich auch nicht erklären, aber der sah ja banger-mäßig aus. Oh, der ist auch ganz nice, muss ich gestehen. Fällt mir auch sehr gut. Das Rampetile heißt der. Nummer 2 haben wir auch gefunden, der ein Duskrow hat. Der sieht auch ganz cool aus, muss ich gestehen. Und die Nummer 3 war auch nicht weit weg. Slape. Okay. Ah, das war dumm. Ja, ich hätte einfach Nahkampf drücken sollen. Ich weiß nicht, warum ich mir dachte, hey, es gab keinen Grund, nicht Nahkampf zu drücken. Den sieht man ja gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, aber das ist anscheinend eine Mr. Mime und Slaking-Fusion. Denke ich mal. Aber sie schaut echt grausig aus. Also, sie passt, aber sie schaut grausig aus. So, ich bin bereit, ein bisschen was wegzusprengen. Sprengen wir mal diesen komischen Stein weg. Wilde Animation an der Stelle. Und damit kommen wir auf jeden Fall weiter. Das freut mich doch, weil dann schaffen wir es wirklich noch Ebenholz. Und hier ist noch ein Metallmantel. Nice. Genau. Blackthorn City. Das ist es sogar direkt. Wunderbar. Hä, wie geil. Doch, das finde ich sehr nice. Das freut mich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist dieser Weg hier? Oh. Der Weg ist voller Steine einfach nur. Das heißt, hier kommt man tatsächlich gar nicht weiter. Na schön. Da gibt es einmal nur noch potenzielle wilde Encounter und mehr nicht. Ja, dann schauen wir uns einmal noch hier ein bisschen um. Und da könnte man sein Nugget schmelzen lassen. Na gut. Da kommt dann die Eishöhle, denke ich. Das war aber. Nein, lass mich doch. Lassen Sie mich ja mal gucken. Das sieht. Der Weg sieht ja. Ice Mountains? Okay, da freue ich mich schon drauf. Das sah sehr nice aus und ich bin ja eh großer Schneefan, also in Spielen. Und können wir auch in die Drachenhöhle da hinten rein? Oh, können wir wirklich? Dragon's Den. Das ist ja geil. Ich vermute zwar, dass hier einfach nur dieselben. Oh mein Gott. Das ändert sich immer wieder. Will man hier rein? Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Kann man da. Oh, das ist eine coole Fusion. Kann man da überhaupt durch? Ist das ein Muster, das da entsteht? Aber gefühlt sieht alles anders aus. Also jetzt bin ich irgendwie in die Mitte reingekommen, aber komme ich weiter nach unten? Oh ja, man kann sich auf jeden Fall nach unten boxen, aber das ist ja eine Katastrophe. Gibt es hier irgendein Prinzip oder ist das. Hilfe! Ich verstehe halt auch nicht genau, warum ich jetzt hier nicht durchkomme, zum Beispiel. Ich habe jetzt auch mal aufgehört zu speeden, weil ich glaube, das Speeden könnte auch das Problem sein. Ich verstehe auch nicht, warum ich mich jetzt hier nicht bewegen darf, um ehrlich zu sein. Das ergibt irgendwie super wenig Sinn, dieses Konzept schon wieder. Also irgendwie. Okay, ich bin jetzt irgendwie hier durchgekommen. Aber auch nur, weil noch ein Pokémon, glaube ich, getriggert ist. Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Aber. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, wir können uns endlich Garchomp machen. Ich glaube, den hätte es schon irgendwo gegeben, aber so fühlt sich das noch viel mehr rewarding an. Holy shit. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir hier so schönes. Tatsächlich Drachen-Pokémon? Ah, wobei, ich glaube, der hat ja immer seinen normalen Text. Ich glaube nicht, dass die Drachen-Pokémon benutzt, aber das finden wir wohl jetzt heraus. Ah, ist das so ein. Oh, Stärke-Rätsel. Die größte Schwäche jedes Poketubers, Salagross. Okay, es könnte auch immer noch. Das ist nicht sehr effektiv. Dann ist der Drache Flug. Aber dann kann. Ja, okay, nee, ich glaube, das ist einfach eine Drachenarena. Boah, haben wir dann einen schlechten Squad dafür. Halleluja. Drago King ist hier auch. Ja, also ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage,
Das ist weiter in der Drachenarena. Und das wird super schwierig mit diesem Squad, muss ich gestehen. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt wirklich gute. Also, ich habe halt hauptsächlich Pflanzen dabei. Und jetzt nicht die mächtigste Coverage, die es gibt für die meisten Mons. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie. Ja, zur Not overlevel ich, sagen wir mal so. Okay, was ist das für eine Fusion? Dragon plus Volcarona. Die sieht sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Kriegt auch erstmal straight up natürlich den Omni-Boost und ich misse meinen Airslash. Danke dir, Spiel. Ich habe ja nicht schon 3 Millionen Mal gesagt, ich habe echt Probleme gegen diese Typings. Nein, habe ich nicht. Eine Beedrill und Palkia-Fusion? Ach du Scheiße. Ach so. Und da ist eine Maxax-Giratina-Fusion, die unfassbar geil aussieht. Cool. Freut mich. Warum habe ich nicht schon Giratina? Frage, wo ist die Antwort? Ich bin ja jetzt sehr gespannt, wie es gegen Claire laufen wird. Eigentlich kann das nur eine Katastrophe werden, um ehrlich zu sein. Dragolix kommt im Lied. Die sieht sehr geil aus. Vor allem ist die nicht dann einfach Steel Dragon, was ein Riesenproblem ist für mich. Aber gut, ich probiere es trotzdem mal mit einem SD. Der fängt erstmal mit einem gediegenen EQ an und ist auch noch schneller als ich. Das ist schlecht. Gehe auf jeden Fall jetzt auf eine Runde Night Slash. Er D-Danced. Oh mein Gott, das hat nichts abgezogen. Literarisch gar nichts. Okay. Dann gehen wir mal in No132. Der macht jetzt auch nicht mega viel, aber er greift immerhin speziell an. Wir haben eine Mondgewalt. D-Danced weiter. Ja, ich glaube, das Teil nimmt mich halt einfach. Das im Lied ist ja schon ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, warum sie das Teil immer hochreiht, aber ich finde es gut. D-Danced wieder mal. Ich kann halt nichts gegen den machen. Dragon Claw, ja. Ich weiß jetzt noch nicht, was meine Wincon hier werden wird, sein soll. Ich sehe sie nämlich momentan noch nicht, um ehrlich zu sein. I guess wir leben ja mit dem einen und können wir noch Erdbeben drücken. Maybe killen wir den. Okay, wir killen den. Das ist schon mal sehr gut. Wer kommt? Salazar sieht ja mega geil aus und wird mich auch easy besiegen. Es kommt ein Outrage. Das können wir wiederum für uns nutzen, um den ein oder anderen SD zu bekommen. Ja, ich glaube, nee, wir müssen angreifen, weil danach kommt eine Feuerattacke von dem. Das ist ja auch mega kacke. Der ist jetzt immerhin verwirrt. Schon mal etwas. Ich hoffe, der boxt sich selber. Träumchen. Und er lebt noch. Aber wenn er mich berührt, ist er weg. Okay, dann soll er sich jetzt selber killen. Das nehme ich in Kauf. Aber der sieht ja mega geil aus. Und dann schicken wir Drasetis rein. Ich glaube, wir müssen hier sogar potenziell mit Beleber. Ach du. Ja, genau. Sie hat eine Fusion aus Palkia, Diaiga und Giratina. Wie soll ich das denn besiegen? Also wirklich unironisch. Ihr habt doch nichts, um den zu besiegen. Gar nichts habe ich. Ich Sucker Punch den mal, weil wenn der Phantom Force drückt, dann können wir nochmal wechseln. Ja, Molape ist vielleicht schneller. Ich weiß nicht, welches Typing der hat. Ich greife einfach mal mit Nahkampf an. Raw of Time. Sonst noch irgendwelche. Ja, verlieren wir halt. Also. Ich weiß nicht, wie hoch ich dafür leveln muss, damit ich das gewinnen kann. Ja, okay. Wird auch. Ja, das ist halt so nervig, weil ich glaube, der hat alle drei Typings. Du Scheiße. Okay, Hydreorus kommt rein. Das ist nicht das, womit ich gerechnet habe. Das Bright Powder ist popping, guys. Ja, ich habe gerade alles sehr hoch gelevelt, weil ich ansonsten nicht. Das ist eine Darkrai Hydreigon. Nicht Hydreigon, Kingdra Fusion. Ne? Gott, sieht die geil aus. Aber ich finde es gut, dass nochmal ein Drache Undichtmond kommt, weil das kann ich nochmal mit Mondgewalt angreifen. Okay, maybe habe ich ein bisschen zu früh gedacht, ich müsste so hoch leveln. Aber ich weiß halt, ich dachte halt, ich komme dann ansonsten. Lieber bin ich zu overlevelt und benutze keine Items, als dass ich es mit Items mache, aber. Ja, egal, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, ne? Es kommt ja nur drauf an. Oh, das war aber jetzt eine wilde Max. Aber der sah ja unfassbar geil aus. Und da ist wieder Mr. Problematico, der mir erstmal einen Spatial Rant in die Fresse donnert. Das Problem ist halt, der hat ja im Endeffekt keine Schwäche, oder? So, ich weiß jetzt nicht genau, wie das berechnet wird. Aber im Endeffekt müsste er dann eine Unlichtschwäche haben sogar. Der kann. Warum kann der D-Dance? Nicht einer dieser drei Pokémon kann das. Ja, es zieht halt nix ab, ne? Gut, D-Dance mit Special Rant ist, glaube ich, noch eine okaye Sache. Das Problem ist nur, dass Iron Barbs nicht auch noch kommt, weil ich habe extra geschaut, dass Vorabi für den hier lebt, dass wir den mit Iron Barbs anditschen können. Da kommt Shadow Force. Aber das finde ich ja sogar sehr gut.
Weil damit wird er sich gut selber Damage machen. Iron Barbs, Life Orb und jetzt kommt noch mein Move. Damit haben wir Paltidiatina, wie auch immer das Scheißviech hieß, besiegt. Eine Ditto- und Garchomp-Fusion. Warum das denn als letztes? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum der jetzt kommt, aber... Ja, dann ist dem, I guess, so, ne? Ich meine, ich finde es ja gut. Ich will ja nicht zu viel dagegen sagen. Ich finde es gut. Okay, dann war ich eventuell ein bisschen voreilig mit dem Speeden, weil ich mir dachte, wenn da schon diese Dreierfusion so krank ist... Okay, ich dachte mir schon fast, sie muss mir ja eigentlich Drachentanz geben. Und sie haut sogar ab. Aber wir haben jetzt schon den Orden bekommen, ne? Kann ich das hier irgendwo sehen? Ja, haben wir ganz normal bekommen. Es sieht auch nach der richtigen Reihenfolge sogar aus, krass. Gut, dann starten wir mal mit unserer Fusionsrunde. Wir sollen Gifloor mit Glurak fusionieren. Also das andere sah, ist gar nicht so kacke, muss ich sagen. Sah weirder aus am Anfang. Die Reverse-Fusion davon sah sehr wild aus. Ja, das ist vor allem Saad-White, doch, der ist ja voll cool, hä? Dann sollen wir uns Klingklang plus Garchomp... Hört das Chainsaw Man? Das erinnert mich ein bisschen an den Anime, also an den Charakter Chainsaw Man. Aber der ist schon mal unfassbar cool. Holy shit. Dann müssen wir uns natürlich auch noch Knackrack und Despotar... Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt sehr viel Knackrack und Despotar... Knackrack sehen. Schaut fein aus, finde ich. Ist okay. Hat vor allem Sandstream als Non-Rock-Type. Das ist deprimierend. Der ist sehr geil. Holy shit, da kommt sogar der Krankenwagen, weil der so geil ist. Dann sollen wir uns noch Schlappohr plus Ampharos angucken. Ich glaube, der kriegt sehr viel Flausch in die... Oh! Ja, das ist ja voll cool, hä? Doch, gefällt mir richtig gut. Lucario plus Banette sollen wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das könnte sogar fast eine Referenz sein, aber ich glaube, das ist es nicht. Aber ist auch cool. Elektroball mit Dodri zusammen soll angeblich funktionieren. Okay, da glüht einmal nur einer der Köpfe. Das ist aber... Es ist witzig gemacht. Muss ich gestehen, es ist witzig gemacht. Jetzt bin ich gespannt, wie das Reversed aussieht. Cursed! Cursed ist die Antwort. Dodri und Hydreigon müssen wir uns noch angucken. Beide drei Köpfe. Ja, das war ungefähr... Also so habe ich mir halt vorgestellt, wenn sie wirklich zueinander passen. Also quasi jetzt nicht so irgendwas ganz anderes wird. Und genauso, ja, stelle ich mir auch den vor. Bibor plus Mogmog zusammen. Ich vermute, da schweben so Bienchen außenrum. Ja, das ist auch ganz nett gemacht. Das ist so ein Bienenwaben-Ding, glaube ich. Bei Knogger und Meganie bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt. Weil ich glaube, sowas gab es schon mal in die Richtung. Oh, wie süß. Der ist ja knuffig. Und andersherum sah es aber auch sehr cool aus, muss ich sagen. Oh. Aber ich fand das andere so süß. Aber beides sehr cool. Auf Scherox plus Golgant. Oh, das wird... Das werden große Scherenhänden, glaube ich. Oh. Können auch schon wieder eine Referenz sein auf irgendwas. Ich weiß nicht genau was, aber auf irgendwas bestimmt. So, die eine Brutalanda-Metagross-Fusion haben wir schon gesehen, die andere noch nicht, aber die andere schaut ja viel krasser aus. Was? Heute haben wir bei einem Banger nach dem anderen, du holy shit. Parasect plus Gardevoir sollten wir uns auch anschauen. Das sieht beides... Was ist das? Ja, wir reversen das lieber mal ganz schnell. Aber ich glaube, es wird auch nicht so viel besser, ne? Schnell anfusen. Schnell anfusen. Parasect plus Voltula könnte da dahingehend aber etwas natürlicher aussehen. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir sogar. Glurak plus Ramot stand noch auf meiner Liste, aber den kennen wir ja schon. Nur, dass wir den nochmal gesehen haben. Shellterra Despotar soll noch sehr geil sein. Das sieht auch sehr geil bis dato aus. Sehr, sehr, sehr cool. Armor Continent Pokémon. Und Maxax Rotom sollen wir uns noch angucken. Da bin ich sehr gespannt. Okay, ja, also
Dachte mir, dass das ungefähr so aussieht. Viel interessanter ist natürlich die Reverse-Variante. Nee, die ist es für mich nicht. Lydian plus Primeape sollen wir uns noch rein... was auch immer. Der ist... Oh, der... Der erinnert mich ein bisschen irgendwie so vom Vibe her an Pac-Man, finde ich. So von dieser Kugelform, von den Augen und so. Wenn ihr versteht, versteht ihr, was ich meine. Was ich meine, der andere war definitiv geiler. Dann haben wir noch Primeape plus Glaceon, die wir uns zusammen angucken sollen. Oh, der ist sehr cool, sehr cool. Skelabra plus Primeape. Ich habe eventuell gerade eine Liste mit Primeape-Fusionen offen, die mir geschickt wurde. Ja, ist auch ganz nett, ist auch ganz nett. Mit Tangolos zusammen sollen wir uns den noch angucken. Wie er diesen Schnauzer da hat, na gut. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir an der Stelle die Folge. Ich weiß nicht, warum schon wieder die Musik einfach jetzt sogar wirklich komplett weg ist. Keine Ahnung, ich werde wohl das Spiel gleich neu starten und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.